Laufen für den guten Zweck, darum ging es auch in diesem Jahr wieder beim Charity-Lauf Alsfeld bewegt. Schon vor wenigen Tagen konnten die Veranstalter die magische Zahl von 1000 Läufern knacken. Nochmal mehr wurden es am Tag vom Lauf. Mit dabei Bürgermeister Stefan Paulet. Hallo an alle Läuferinnen und Läufer aus nah und fern. Ich freue mich sehr, als Schirmherr und als Bürgermeister wieder über 1000 Leute zu Alsfeld bewegt begrüßen zu dürfen. Wenn meine Bestellung, die ich bei Petrus abgegeben habe, eingehalten wird, hätte also heute zwischen 13 und 14 Uhr der Regen aufhören sollen. Das ist jetzt auch der Fall. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ich wünsche allen, egal ob sie joggen, laufen, rennen oder walken, einen wunderbaren Lauf Alsfeld bewegt heute. Trotz der schlechten Wettervorhersage fanden sich 1111 Läufer am Erlenbad ein, um sich für den guten Zweck zu engagieren und gleichzeitig etwas Sport zu treiben. Noch bevor der Lauf startete, gab es ein kurzes Warm-up für alle Teilnehmer. Zu Pop-Hits vergangener Jahre konnten dann schon mal die Muskeln auf Temperatur gebracht werden, bevor sich die Läufer an der Startlinie sammelten. 1111 Leute, manche mit Laufschuhen, andere mit Walkingstöcken und der ein oder andere nahm eine Leiter mit. Dann fiel der Startschuss. 3, 2, 1, schon sprühten die Massen in Richtung der Innenstadt. Die 5,5 Kilometer lange Strecke startete dieses Mal wegen der Marktplatzerlegung am Erlenbad. Einen Rundkurs durch die Innenstadt gab es trotzdem. Einmal wieder zum Erlenbad, durch die Erlen und wieder zurück zum Startpunkt. Die ersten Läufer kamen bereits nach wenigen Minuten das erste Mal wieder am Erlenbad vorbei. Orientiert dann mal bitte nach links, zur Richtung Getränkestand. Und hier ist der Sieger im Ziel. Nur 19 Minuten brauchte er, um die gesamte Strecke zu absolvieren. Bei den Damen war Astrid Staub von der Sparkasse Oberhessen die schnellste. Bei den U16-Läufern machte Silas Müller für die Jungs und Leila Schmidt für die Mädchen das Rennen. Nach und nach kamen auch die anderen Läufer ins Ziel. Anschließend wurde noch bis 18 Uhr am Erlenbad gefeiert, bevor es dann zur neu eröffneten Villa Raab ging.